Mit diesem kleinen Intro-Video herzlich willkommen auf der Schmale Smart Life. Hier findet ihr alles rund um die Welt der Technik. Mein Name ist Sven und ich hatte die Möglichkeit, den ProScanic 850T Wisch- und Saugroboter für euch auszuprobieren. Und das hier ist mein Bericht. Ich finde, wir fangen mal mit dem Verpackungsinhalt an, denn für euer Geld kriegt ihr eine ganze Menge. Im Karton hat alles seinen Platz, das sieht wirklich schon mal super aus. Da haben wir die Bedienungsanleitung und da ist noch so ein kleines Reinigungstool für die Bürsten dabei. Dann haben wir den Wassertank und da ist auch gleich eins der Tücher schon vorinstalliert. Das andere Tuch, das finden wir gleich auch noch im Lieferumfang. Dann haben wir die Dockingstation, da fährt der Roboter dann jedes Mal drauf, um aufzuladen. Und als nächstes, wenn wir mal eben den Roboter hier wegnehmen, haben wir die Bürsten, die unter den Roboter kommen und die wir dann gleich montieren. Dann haben wir das zweite Wischtuch, eine Fernbedienung zur Steuerung ist auch noch dabei. Dann haben wir Magnetbänder, die sind dafür da, damit der Roboter weiß, wo seine Grenzen sind. Ein Ersatzfilter für den Staubauffangbehälter und wir haben natürlich auch noch das Ladegerät, mit dem das Ganze dann verbunden und aufgeladen wird. Wenn ihr den Staubsauger dann aus dem Karton befreit habt, müsst ihr einmal die Transportsicherungen abmachen und dann schauen wir uns das Ganze mal von unten an. Da sehen wir einmal die Räder, das ist der Antrieb, die sind gefedert und dann haben wir hier mit so einer Bürste den Eingang zum Staubbehälter. Die Bürste, die dreht dann die ganze Zeit und sorgt dafür, dass der Staub in den Behälter reingedrückt, reingedreht wird. Die kleinen Bürsten vorne, die sind dafür da, den Staub noch so ein bisschen in die Mitte des Roboters zu treiben, damit sie dann von der Bürste auch aufgefangen werden. Die kann man ganz leicht so reinklippen. Und wenn die beiden montiert sind, dann kann es im Grunde out of the box auch schon losgehen. Aber wir schauen uns vorher nochmal den Staubbehälter an. Der Behälter lässt sich ganz einfach hinten am Roboter entnehmen. Und dann kann man hier den Deckel aufmachen, um den Filter zum Beispiel rauszunehmen. Das ist wirklich sehr, sehr einfach. Ein Ersatzfilter wird ja, wie gesagt, mitgeliefert und der ist super schnell dort montiert. Das Ganze hinten aufgemacht, dann kann man den Staub so rausschütten, ganz einfach wieder zusammenmontiert und im Grunde war es das dann schon. Der Staubbehälter fasst übrigens 500 Milliliter Staub und wenn wir gerade schon bei den technischen Daten sind, der Roboter hat eine Höhe von 7,6 cm und eine Saugleistung von bis zu 3000 Pascal. Der Akku hält 90 bis 120 Minuten je nach Saugstufe, das sind insgesamt drei. Da haben wir die ganz niedrige, da ist er sehr, sehr leise. Dann eine mittlere, das geht auch noch und eine, da hört man richtig, dass er den Turbo einlegt. Das hören wir uns nachher auch nochmal an. Ihr könnt im Video sowieso in den Kapiteln springen. Wenn ihr euch also jetzt die Lautstärke direkt interessiert, dann springt einfach im Kapitel auf die Lautstärke. Ich möchte euch hier aber nochmal eben die Fernbedienung zeigen. Die wird ganz normal betrieben mit zwei AAA-Batterien. Ihr könnt das Ganze aber auch über die App machen und da habt ihr dann die Möglichkeit, vorwärts, rückwärts, seitwärts den Roboter zu steuern oder halt auch die verschiedenen Programme direkt einzustellen. Das finde ich wirklich sehr praktisch und die App, die gucken wir uns ganz am Schluss auch nochmal an, findet ihr auch unten in der Videobeschreibung in den Kapiteln. Kommen wir nochmal zu einem großen Problem bei Saugrobotern, nämlich zu Teppichen. An den meisten Stellen in meiner Wohnung ist Laminat verlegt, aber auf dem Laminat liegen dann wiederum auch Teppiche. Und da war halt die Frage, schafft er es oder nicht? Er schafft es, ihr seht es bereits im Video, er nimmt den Teppich, als sei er gar nicht da. Der ist locker 1,5–2 cm hoch, aber das stellt für den ProScanic 850T überhaupt kein Problem dar. Also Teppiche kann man machen. Der 850T hat übrigens eine automatische Teppicherkennung und das ist ganz praktisch. Wenn man nämlich normalerweise so in der mittleren Stufe saugt und er aber einen Teppich wahrnimmt, dreht er automatisch die Stufe hoch, damit dann das, was im Teppich ist, auch aufgenommen wird. Und das finde ich wirklich praktisch. Wenn wir gerade bei den Saugstufen sind, hören wir uns jetzt mal die Lautstärke an. Ich habe nämlich ein Video gemacht mit der kleinen, mittleren
und der hohen Stufe. Und das hören wir uns jetzt einfach mal an. Das Saugergebnis der höchsten Stufe kann sich übrigens richtig sehen lassen, denn ich habe ihn wirklich mal getestet. Ich habe eine Schippe Katzenstreu auf meinem Teppich verteilt und habe ihn dann einfach mal machen lassen. Und es hat wirklich gereicht, dass er zweimal über die Stelle gegangen ist und danach war das gesamte Katzenstreu weg. Also das ist wirklich eine gute Saugleistung. Man kann übrigens einstellen, wie er sauber machen soll. Es gibt verschiedene Modi. Einmal fährt er zum Beispiel im Kreis und macht eine Stelle sauber. Oder man lässt ihn an den Kanten der Wohnung langfahren. Oder man stellt ihn einfach so ein, dass er die ganze Wohnung in geraden Bahnen sauber macht. Und dann hört er entweder auf, wenn der Akku leer ist und fährt zurück zur Station. Oder wenn er fertig ist. Kommen wir von der Saugleistung mal zur Wischleistung und dafür tauscht man den Tank. Der hat dann einen etwas kleineren Auffangbehälter für den Staub. Wenn wir den Roboter gleich mal umdrehen, dann kann man sehen, dass ungefähr ein Viertel des Roboters dann unten hier mit diesem Wischpad versehen ist. Der Roboter hat, wie gesagt, ein etwas kleineres Fassungsvermögen, was dann den Staub angeht, aber dafür ist natürlich auch noch zusätzlich der Tank dort vorgesehen. Und da in das Loch, da wird dann das Wasser eingefüllt, da kann man bis zu 300 Milliliter einfüllen und ich habe mich hier etwas schwer getan, gleichzeitig zu filmen und das Ganze mit Wasser zu füllen. Und man kann es etwas schwer sehen, aber da seht ihr, steht dann das Wasser drin bei 250 Milliliter in meinem Fall und dann kann es auch schon losgehen. Man kann dann unten rechts die Wassermenge einstellen, auch in drei Stufen, also hohe Wassergeschwindigkeit oder ganz niedrige Wassergeschwindigkeit oder halt dazwischen. Und dann zieht der Roboter seine Bahnen und zieht halt diesen Wischer hinter sich her. Der 850T hat übrigens keinen Wischer, der sich so hin und her bewegt und irgendwie noch auf dem Boden rubbelt. Das heißt, er zieht einfach nur diesen Wischer hinter sich her. Vorne macht er Gott sei Dank mit diesen Bürsten halt noch ein bisschen sauber vorher. Das heißt, wenn ihr einen intensiven Wischroboter sucht, dann ist der 850T nicht der richtige für euch. Aber wenn er so ein bisschen hin und her wischen soll und eure Wohnung halt auch nochmal feucht durchbohnern soll, dann seid ihr auf jeden Fall auch hier mit dieser Zusatzfunktion sehr gut aufgehoben. Ist also wirklich als Zusatz, aber sehr praktisch. Kommen wir zum Schluss noch zur App und die ist tatsächlich recht umfangreich. Ihr braucht die ProScanic Home App, die könnt ihr im Android oder im Apple Store finden und dann durchlauft ihr da ganz normal den Einrichtungsprozess. Das ist relativ einfach, ihr wählt den Staubsauger aus, den ihr habt und verbindet ihn dann mit dem Internet. Wenn ihr das dann gemacht habt, dann habt ihr über die App Zugriff auf den Saugroboter. Ihr könnt die verschiedenen Stufen einstellen, das habt ihr eben im Video schon gesehen und ihr könnt ihn aber auch zum Beispiel verbinden mit Alexa und was auch noch ganz praktisch ist, ihr könnt in der App sehen, wie alt euer Zubehör ist und ob eventuell irgendwas gewechselt werden muss. Auf dem blauen Bildschirm, da könnt ihr dann sehen, wie der Roboter hin und her gefahren ist. Der erstellt also während der Fahrt eine Karte und dann könnt ihr, wenn ihr zum Beispiel gar nicht im Haus seid, könnt ihr dann sehen, ob er noch unterwegs ist und ob er gerade sauber macht. Und ihr könnt auch sehen, wo hat er es eventuell nicht hingeschafft, also welche Bahnen hat er nicht sauber gemacht, damit ihr dann anschließend diese Hotspots nochmal behandeln könnt. Das Ganze ist nicht 100%ig zuverlässig, weil es über die Reifen des Roboters gemessen wird. Wenn er sich also dreht, dann wird er die Orientierung verlieren, aber man hat eine gute Orientierung auf jeden Fall, ob er noch in Bewegung ist zum Beispiel und welche großen Flächen er im Groben schon sauber gemacht hat. Kommen wir zum Schluss noch zu meinem Fazit. Aber bevor ich das ziehe, nochmal der Hinweis, wenn ihr demnächst benachrichtigt werden wollt, wenn ich wieder ein Video hochlade, dann vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu drücken, weil dann verpasst ihr nichts, was hier auf dem Kanal passiert. Der 850T von ProScanic ist echt ein cooles Gerät. Er kostet nicht zu viel, liegt bei ungefähr bei 250 Euro und hat echt einiges dabei. Ihr habt ja sogar die Möglichkeit, ihn feucht über euer Parkett laufen zu lassen. Das heißt, ihr könnt sogar damit wischen. Finde ich eine coole Sache in der Einsteigerklasse. Und die Saugleistung, gerade mit dem Katzenstreu, das hat mich wirklich überzeugt. Also, er ist nicht der allerleiseste, den ich jemals getestet habe, aber hat wirklich eine gute Lautstärke. Ihr könnt ihn im Grunde sogar zur
Mittagspausenzeit laufen lassen. Der Nachbar kriegt das auf jeden Fall nicht mit. Und wenn ihr ihn voll aufdreht, weil die Wohnung wirklich super verdreckt ist, gut, dann wartet ihr vielleicht bis 15 Uhr. Aber ich glaube ganz ehrlich, dass selbst das der Nachbar nicht hören würde, weil so laut ist er nicht. Ihr könnt zwar kein Fernsehen schauen in der höchsten Stufe, wenn er direkt neben euch im Wohnzimmer hin und her fährt. Das wird wahrscheinlich ein bisschen nervig, aber mein Gott, er ist nicht so laut wie ein normaler Staubsauger, den man selber durch die Wohnung fährt. Von daher, das ist ganz angenehm. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ich irgendwas vergessen habe, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Dann möchte ich sehen, ob ich das noch nachliefern kann. Ansonsten freue ich mich, wie gesagt, wenn ihr den Kanal abonniert. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, stay smart.